Der MeinEcho KI Podcast. Startups aus der Region stellen sich vor. Hallo, liebe Zuhörer aus dem Podcast-Studio in Aschaffenburg. Mein Name ist Julie Hofmann. Ich bin Redakteurin beim MeinEcho und bei mir sitzt heute Stefan Herbst. Hallo, Herr Herbst. Hallo, Frau Hofmann. Es freut mich sehr, heute hier im MeinEcho-Studio zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie sind 37 Jahre alt, kommen aus Aschaffenburg, sind hier in der Region aufgewachsen, haben in Würzburg studiert und Sie sind einer von drei Gründern von Aixiom. Das ist Ihr Unternehmen. Das sitzt in Großostheim. Sie sind heute hergefahren nach Aschaffenburg ins Medienhaus MeinEcho. Freut mich sehr. Und ja, Sie haben noch Zweigstellen in Lindau am Bodensee und in Berlin. Die erste Frage an Sie würde lauten, wie können Sie die Idee von Aixiom, von Ihrem Unternehmen, in einfachen Worten beschreiben? Und ja, die Betonung liegt auf einfach. Ja, einfach ist manchmal die Kunst. Ja, wir sind darauf spezialisiert, sogenanntes Supply Chain Planning mit KI zu machen. Und man kann sich vorstellen oder man stellt sich vor, ein Eisverkäufer, wie plant der seine Verkäufe in den nächsten Tagen, beziehungsweise seine Produktion, wie viel muss er produzieren? Jetzt kann er natürlich überlegen, naja, bei 30 Grad und Sonnenschein wird er mehr verkaufen als bei 10 Grad und Regen. Und genauso machen wir das letztendlich auch für verschiedenste andere Branchen, sei das Bäckereien, sei das Arbeitsbekleidung, sei das Notfälle in der Notaufnahme. Man schaut sich immer an, was sind die Einflussfaktoren, zum Beispiel Wetter, Feiertage etc. pp. Und nutzt dann künstliche Intelligenz mit Hilfe der Daten, die natürlich vorliegen, das heißt Abverkäufe in einem Unternehmen oder Abverkäufe bei einem Eisverkäufer. Und wir reichern sozusagen die Abverkaufsdaten oder die Daten dementsprechend mit etwa 300 Einflussfaktoren an. Und dann kann unsere künstliche Intelligenz sehr genau prognostizieren, was morgen ist. Also Supply Chain auf Deutsch Lieferkette. Genau, ist die Lieferkette. Ne? Genau, und das richtig. Ist Ihr Hauptaugenmerk von Aixiom, worum es geht. Sie sagen, Einflussfaktoren werden da analysiert von der künstlichen Intelligenz. Warum ist das so innovativ, dass es die künstliche Intelligenz macht, weil der Bäcker kann ja auch oder der Eisverkäufer kann ja auch in den Wetterbericht gucken und sagen, oh ja, morgen regnet es, da werde ich weniger verkaufen. Ja. Was ist da das Innovative dran bei Ihrem Unternehmen? Das Innovative ist zum einen, dass wir nun, also man muss vielleicht dabei weiter ausholen, künstliche Intelligenz ist ja eigentlich wissenschaftlich gesehen nichts Neues. Gibt es etwa seit den 1940er Jahren. Auch die heutigen Algorithmen basieren letztendlich auf Forschungen, die seit den 1940er Jahren bestehen. Das, was wir heute können, ist einfach, wir haben schnellere Rechner und wir haben mehr Daten. Das heißt, wir haben einen riesen Berg an Daten, die wir nutzen und nutzbar machen. Und dementsprechend können wir sehr, sehr viele Daten in so eine künstliche Intelligenz einfließen lassen. Das, was der Mensch theoretisch rechnen könnte, aber aufgrund der Fülle schon gar nicht mehr möglich ist. Und das ist eigentlich der Schlüssel dann dementsprechend zum Erfolg. Sie sagen, seit 1940 gibt es eigentlich schon künstliche Intelligenz. Ist aber jetzt, man denkt immer, es ist so ein modernes Phänomen. Was konnte man dann 1940 mit künstlicher Intelligenz schon machen oder wie sah das damals aus? Ja, man konnte damals noch nicht so viel machen, weil eben sowohl die Computergeschwindigkeit als auch die Datenmengen gefehlt haben. Es gab dann so mehrere Auf- und Abbewegungen, wir nennen das in der Fachsprache KI-Winter, wo man immer wieder Rückschläge erlitten hat und dann erst mit dem Aufkommen von schnelleren Computern und größeren Datenmengen war, sag ich mal, die Algorithmik dann auch möglich umzusetzen und das zu nutzen. Und wie kann man sich eine KI im Jahr 1940 vorstellen? Das war ja auch rein erstmal theoretisch. Ah, nur theoretisch. Okay. Ja. Erstmal von der Theorie. Man hat gedacht, man kann das dann schneller umsetzen, war aber dann ein Trugschluss. Okay. Und wann würden Sie sagen, die moderne KI, wann ging es damit los? Etwa ab den 2000ern. Mhm. Ab den 2000ern gab es, wird sich der eine oder andere bestimmt auch daran erinnern, den David Kasparov, der im Schach gegen eine KI verloren hat.
Dann irgendwann kam AlphaGo, wo Google DeepMind, eine Tochterfirma von Google, eine KI entwickelt hat, die in dem Spiel Go gegen die besten Spieler der Welt gewonnen hat. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. Die heutigen, was man heute unter ChatGPT betituliert, wurde etwa in einem wissenschaftlichen Paper 2017 veröffentlicht. Und dementsprechend hat sich so die Geschichte zugetragen. Also Sie kennen sich ja in der Materie aus. Sie haben ja Wirtschaftsinformatik studiert und Master gemacht in Würzburg. Deswegen sind Sie da natürlich Experte. Jetzt haben wir schon viel über KI gesprochen. Viele Leute haben aber auch Angst vor KI, vor künstlicher Intelligenz. Was würden Sie denen sagen? Muss man Angst haben, dass sich Ihr Programm irgendwann verselbstständigt, oder? Auf keinen Fall. Also ich bin der Auffassung, also das ist meine persönliche Auffassung, der Mensch muss immer die letzte Instanz sein. Man sollte nicht der Maschine komplett alles überlassen. Aus meiner Sicht ist es ein prima Hilfsmittel. Es kann uns sehr, sehr viel Tolles bewirken. Man denkt nur mal an diese ganzen Systeme wie ChatGPT, dass sie einem auf einmal Gedichte erzählen können. Mhm. Und genauso können wir Abverkaufsprognosen machen, die sehr treffgenau sind, und dementsprechend ist es aus meiner Sicht ein super Hilfsmittel, aber es soll den Menschen nicht ersetzen. Ja. Und man muss jetzt irgendwie auch keine größere Angst vor KI haben. Mhm. Es ist einfach erstmal, wir sagen dazu, es ist eigentlich erstmal ein Fachidiot, der auf seinem Bereich sehr, sehr gut ist, wesentlich besser sein kann als der Mensch, aber es ist immer noch abgegrenzt. Es ist, die KI kann an der Stelle noch nicht, wie man das vielleicht im Menschlichen sagen würde, über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Also über den Tellerrand rausschauen heißt ja letztendlich, ich kann Schlüsse bilden als Mensch und muss erstmal verstehen. Und die KI kann ja nur auf das sich beziehen an Daten, was sie aus der Vergangenheit hat, und kann nur begrenzt neue Schlüsse bilden. Also da wird aber sehr, sehr heftig darüber gestritten, ob sie das jetzt schon kann oder ob sie das nicht kann. Man spricht da von Broad AI und Narrow AI, also praktisch die KI, die selbstständig weiterlernt. Die lernt natürlich aufgrund neuer Daten und besseren Algorithmiken, aber sie kann nicht wie der Mensch jetzt neue Schlüsse bilden. Also stößt die KI auf jeden Fall auch noch an Grenzen? Definitiv. Also man kann sie, wie gesagt, als Fachidiot bezeichnen. Mhm. Die begrenzt auf ihren Anwendungsfall sehr, sehr gut ist, aber darüber hinaus, oder vielleicht ist es eingänglicher das Beispiel. Man kann nicht jetzt eine KI, die Sprache erzeugt und Texte erzeugt, dazu nutzen, Auto zu fahren. Mhm. Was aber der Mensch lernen könnte. Mhm. Und vielleicht kann es irgendwann die KI auch lernen, aber zum Dato heute noch nicht. Also wirklich nur in einem Bereich basiert und nicht so vielfältig wie der Mensch. Also kann die KI uns nicht ersetzen. Aktuell so noch nicht. Natürlich kann sie verschiedene Aufgaben besser erledigen als wir Menschen. Natürlich wird sie sicherlich auch Arbeitsplätze an der einen oder anderen Stelle ersetzen, tue ich mir schwer, weil ich der Auffassung bin, das sollte eigentlich nicht passieren. Der Mensch muss, wie gesagt, das letzte Wort haben. Aber sie kann sehr, sehr stark unterstützen, sodass der Mensch sich auf die Fälle konzentrieren kann, die dann eben wichtig sind und die vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Intellekt des Menschen brauchen. Also Angst brauchen wir alle vor der KI quasi, unterm Strich nicht zu haben. Dato heute noch nicht. Wer weiß, was in 5 Jahren ist. Ja, das stimmt. Wir haben es jetzt immer wieder gehabt von Daten. Daten sind die Grundlage für vieles bei Ihnen. Mit wie vielen Daten gehen Sie da tagtäglich um und wie stellen Sie sicher, dass die nicht geklaut werden? Ja, also wir gehen mit zigtausend, wenn nicht Millionen von Datensätzen täglich um. Und wir betreiben mit einem Partner, unsere Server werden nur in Deutschland betrieben, von einem Partnerunternehmen, und die stehen in Baden-Baden und in Frankfurt, und wir legen da allergrößten Wert drauf, dass das alles sicher abläuft. Daten werden teilweise pseudonymisiert und so unkenntlich gemacht, dass wir das gar nicht bis zu einer Personenbezogenheit runterbrechen können. Das heißt, das kennen wir dann teilweise gar nicht. Uns geht es letztendlich nur darum,
Prognosen zu erstellen für die Zukunft. Und da braucht man teilweise auch gar nicht das bis ins letzte Detail, so dass da eigentlich keine Bedenken herrschen dürfen und sollten. Und sei das der Fall, kann ein Kunde immer noch kommen und kann sagen, ich möchte das auf meinen eigenen Servern betreiben und in meinem eigenen Rechenzentrum, was aber bis dato nie der Fall war, weil wir da allergrößten Wert drauf legen und eine eigene Person haben, die nichts anderes tut, als für die Sicherheit zu sorgen. Das heißt, es läuft dann auch über verschlüsselte Kanäle, über VPN etc. Sie hatten jetzt im Vorgespräch auch gesagt, dass es auch im medizinischen Bereich Anwendungen gibt. Da stelle ich mir vor, sind die Daten ja sehr sensibel. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wieso man sich da keine Sorgen machen muss und wo genau sowas im medizinischen Bereich KI angewendet wird. Genau, also wir haben mit einem Professor aus Aschaffenburg zusammen ein System entwickelt, das letztendlich für die Notaufnahmen vorhersagen kann, wie viele Patientenaufkommen eines speziellen Falls oder beziehungsweise einer speziellen Erkrankung, nach Erkrankung geclustert vorkommen, sodass man natürlich dann die Kapazitäten in der Notaufnahme besser planen kann, personell und dementsprechend auch die materiellen Ressourcen und dann dementsprechend auch nachgelagert, wie viel Kapazitäten brauche ich in einem OP oder an Bettenkapazitäten. Und Sorgen muss man sich deshalb auch nicht machen, weil wir kennen zum Beispiel gar nicht den Namen der Person, die jetzt eingeliefert wird. Das interessiert uns auch überhaupt nicht. Uns interessiert, wann wurde jemand eingeliefert mit einem speziellen Krankheitsbild. Als Beispiel kann man sich vorstellen, bei Glatteis fallen eher Leute hin und brechen sich was. Da interessiert mich nicht, ob Oma Erna das ist, sondern das interessiert mich an der Stelle, ist jemand gekommen mit einem Knochenbruch. Und deshalb wird das pseudonymisiert und anonymisiert. Das heißt, wir kennen das auch überhaupt nicht dann. Mhm. Jetzt haben wir ja schon über ein paar Kunden gesprochen. Können Sie noch jemanden nennen, für den Sie arbeiten? Ja, zum Beispiel in der Region hier Aschaffenburg für die Bäckerei Bickert. Mhm. Für die sagen wir vorher, wie viel Brot und Brötchen an den nächsten Tagen gebacken werden muss, um dementsprechend dann bei Bäckern nennt man das dann die Retoure, um letztendlich das zu vermeiden, dass Lebensmittel verschwendet und weggeschmissen werden. Wie viele Faktoren gibt es dann da auch wieder? 300 Faktoren oder was fließt alles mit rein? Grob gesagt, es fließt auf jeden Fall sowas wie ein wie Wetter. Stellt sich vor, wenn Grillsaison ist, wird mehr Brot oder beziehungsweise spezielle Brotsorten gekauft oder es fließt genauso ein, wann sind Feiertage, wann ist Ramadan. Alles, was man sich so vorstellen kann, fließt damit ein. Wie sind Verkehrsströme, wie sind Verkehrsdaten, gibt es eine Sperrung irgendwo von der Straße und man kommt vielleicht nicht so gut zu der Bäckereifiliale, die gewünscht ist, etc. Also alles diese Einflussfaktoren fließen da ein. Warum haben Sie das überhaupt ins Leben gerufen? Wie kamen Sie auf die Idee, dass das jetzt gebraucht wird? Ja, das kam aus der Perspektive, dass mein Vater in einem Logistikunternehmen tätig war. Und es damals schon das Thema war, sehr viel Leerfahrten von LKWs. Mhm. So, und dann haben wir natürlich überlegt, wie kann man das reduzieren, was kann man besser machen und wie kann man das optimieren letztendlich, um auch die Nachhaltigkeit, weil das ist ja auch unser Ansatz, Nachhaltigkeit zu fördern, eben sowohl ökonomisch als auch ökologisch. Das heißt, genau zu produzieren, um CO2-Ausstoß zu reduzieren, aber auch um keine Überproduktion zu haben. Und letztendlich den Kunden zufrieden zu machen, damit ich genau das passende Produkt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle habe. Aber genauso eben um in Logistikmengen Tonnagen vorherzusagen, das heißt, wann kommt wie viel Menge und muss von A nach B transportiert werden, um unnötige Fahrten und Leerfahrten zu vermeiden. Und da sind wir drauf gekommen, dass hier ein Riesenbedarf ist. Eine Frage noch. Warum haben Sie in Aschaffenburg, also Sie waren ja beim digitalen Gründerzentrum auch angesiedelt am Anfang, warum wollten Sie in Aschaffenburg quasi mitgründen oder im Kreis Aschaffenburg gründen und nicht etwa jetzt gleich nach Berlin gehen? Warum
Gibt es da jetzt irgendeinen Vorteil von Aschaffenburg oder keine Nachteile? Also Aschaffenburg zum einen, weil ich hier aufgewachsen und geboren bin und es meine Heimat ist. Und zum anderen, weil es einfach eine wunderschöne Region ist und eine Wirtschaftsstärke hat, die sich manch andere Region eine Scheibe abschneiden kann. Ich muss zum einen sagen, zum einen lebe ich hier gerne und zum anderen gibt es halt auch sehr, sehr viele sogenannte auch Hidden Champions und Firmen. Was sind Hidden Champions? Also Firmen, die sozusagen sehr, sehr gut aufgestellt sind, teilweise Weltmarktführer sind, erster, zweiter Weltmarktführer, aber gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt sind. Mhm. Und es gibt einfach eine große Wirtschaftsstärke hier im Rhein-Main-Gebiet, die dazu uns veranlasst hat zu sagen, okay, wir bleiben hier im Rhein-Main-Gebiet und bleiben auch dem der Aschaffenburg treu. Mhm. Noch ein Wort zu den anderen zwei Co-Fundern, also den Mitgründer. Wo kommen die her? Mein Kollege kommt ursprünglich aus Stuttgart und dessen Tante kommt aus Lindau am Bodensee. Mhm. Und daher kommt auch der dritte Standort Lindau, mhm. Weil sie dort dementsprechend beheimatet ist. Und wir haben da damals zu dritt gegründet, aber mein Kollege Fabio Wehmer und ich sind die beiden, die die Firma vorantreiben, und seine Patentante gibt uns da massiv Unterstützung, aber wir sind die beiden Founder. Aber Berlin, ganz drumherum kommt man anscheinend nicht, weil sie haben ja da jetzt auch noch einen Sitz quasi. Genau, also wenn man sich in der Bubble der Gründer unterhält, sind viele, die sagen, naja, was tust du eigentlich noch hier in Deutschland? Geh nach USA. Mhm. So. Mhm. Und da tue ich mir tatsächlich an der Stelle ein bisschen schwer, weil ich doch gerne hier in Deutschland lebe und das schätze, hier zu leben, und mir dann dreimal überlege, ob ich jetzt in die USA gehe. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Dato heute noch nicht. Und aber Berlin ist natürlich auch eines der starken Regionen, die auch wirtschaftlich voranstrebt. Von daher war das auch eine Aufteilung Nord, Süd und Mitte. Dass wir uns so aufgeteilt haben. Aber Sie haben ja gesagt, Sie fühlen sich in Aschaffenburg wohl und im Kreis Aschaffenburg wollen hier auch erstmal bleiben. Genau, also ich betreue natürlich unser Berliner Büro und baue das aktuell da gerade auf. Deshalb bin ich da sehr viel am Pendeln, immer wieder nach Berlin. Ich finde, es ist eine tolle Stadt, lebendig und hat sehr viele Vorteile und sehr schön. Aber ich fühle mich hier der Region doch sehr stark verbunden und möchte der treu bleiben. Wenn Sie sagen, Sie bauen auf, heißt das, Sie stellen Leute an? Und wie viele haben Sie aktuell? Also wir haben insgesamt 12 Mitarbeiter. Wir haben natürlich auch Leute dementsprechend schon in Berlin sitzen. Aber das ist eher noch so ein bisschen am Aufbau. Generell, wie blicken Sie so in die Zukunft Ihres Unternehmens? Sehr, sehr positiv. Also KI ist natürlich eines der, ich nenne es mal, Hype-Themen. Aber die Vorteile, die KI liefern kann, sind schon enorm. Von daher, wir sehen ja auch, wie viele Kunden das Ganze nachfragen und was es alles für Anfragen gibt. Von daher sind wir da sehr, sehr positiv der Zukunft entgegen. Super. Herr Herbst, dann haben Sie alle Fragen, die ich hatte, beantwortet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie zu uns ins Medienhaus Mein Echo gekommen sind, und wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen alles Gute. Vielen Dank, ich freue mich auch, und nochmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.